spiele ich die eigentlich immer, die Strat. Und dann auch mit Lich und Witch Doctor, nicht Lich, Witch Doctor, Lich und Winterweifern dazu, oder? Weasel. Weil Lich und Winterweifern geben dir dann halt Mage und Undead Buff dazu zu der Comp. Da hatte ich auch schon dreiste Runden damit. Du kannst nur Pech haben, dass du gegen einen spielst, der einen einzigen Carry hat, so eine Legion, die OP ist oder so, die nicht drauf geht, dann hast du keine Chance mit dem Team. Außer wenn du einen Hex oder sowas vielleicht hast. Oder eine Blade Mail. Gab Shrink die Runde? Diese Runde gibt es sogar Shrink, also man könnte jetzt irgendwas shrinken. Ich habe so viele Assassins gezockt gerade, ich würde jetzt eher Richtung mal Hunter gehen. Oder spielt irgendwer auch, Jan spielt aktuell ganz gerne Hunter, ne? Ja, nimmt eine Hand auf jeden mit. Boah, da ist schon der Brewmaster, den muss ich auf jeden stellen. Es gibt sogar beide Legendary Orks. Mit ganz viel Glück. Mit ganz viel Glück könnte es was werden. Es gibt einen Spectre. Aber Undead läuft nie gut. Ich weiß nicht, wie lange ich auf den Job gehen will. Habe ich noch eine Runde hier drin, die ich Cobalt Strat gespielt habe? Ja, da bin ich ja nur Zweiter geworden in der einen hier. Ah, vielleicht Svendrop. Ach, man nennt nicht mal Assassins. Assassins haben Bock. Oh, aber Knights sind auch insgesamt ganz gut da. Hier wollte ich. Nee. Nee. Hier. Da bin ich Zweiter geworden damit. Mir hat noch ein Level gefehlt für vierer Warlocks, oder? Ja. Ich schwör's euch, man schafft's nie, dieses Buch fertig zu ziehen. Warte mal, ich hatte letzte Runde, glaube ich. Nevermind. Man schafft's doch. Benzen King. Ich habe keinen Bock auf Assassins. Ich halte aber trotzdem mal eine Runde. Ich will auch nicht Level abgehen. Weil wenn ich shrinke, wäre es besser nicht Level abzugehen. Und ich habe noch die Drop Chance. 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das reicht vom Gold nicht. Ich hätte auch auf Gold gehen sollen. Einfach nur die Dinger vielleicht rein. Ich glaube, die Runde ist der Broom Bait. So, bitte committet mir mal keiner jetzt die Knights. Das sind meine Knights. Ich habe schon gedacht, ich sehe den Chaos Knight. Na, aktuell. Ach, der committet mir die Knights. Ich raste aus. Aber der kann tausend andere Sachen noch mit. Das könnte noch alles sein. Hallo, Corin! Nee, Scribble. Das schaffen wir heute leider. Leider nicht. Oh. Ich entscheide mich trotzdem gegen die Assassins. Ich mach das so und nehme den einfach als starke Unit mit. Auch wenn es dumm ist. Es ist dumm und unvernünftig, aber ich habe null Bock auf die Assassinen. So eine Knight-Runde wäre echt cool. Da sehe ich. Ich sehe mich bei einer Knight-Runde jetzt wirklich. Das wäre sehr schnieke. Wäre cool, mal gleich nochmal ein paar Lunas und Chaos Knights zu sehen schon mal. Aber wenn jetzt wieder Assassins im Rosen, dann bin ich abgefuckt, dass ich die Assassins gelöscht habe. Okay, es ist überhaupt nichts Nützliches im Roll. Sollen wir auf 20er Gold gehen? I guess, ja. Ich hoffe, wir gewinnen, weil ich kann den nicht löschen. Level 2er Knight Buff. Oh, der hat 4 Units auf dem Feld, aber nur Level 1er. Kommt ein bisschen auf den Slug an, was der macht, ob der schnell stirbt. Oh, ich habe gar keine Chance. Och nö. Guck mal, auf sein Feld sieht es sogar gut aus. Ach komm, auf sein Feld ist es ein easy win.
frech. Ich weiß nicht, Abaddon Level 1 ist echt nicht mehr stark inzwischen. Abaddon ist echt keine krasse Unit mehr. Irgendwer spielt safe hier Goblins, damit ich ihn abfacken kann. Vierer Knights hätten wir aber nur eins. Okay, hier. Keine Knights, keine Knights. Selbst der ist von den Knights weg. Boah, also wenn Shrink kommt, haben wir es komplett für uns. Wir hätten es komplett für uns. Die andere Option wäre jetzt einfach Losing Streak mitzunehmen, dann irgendwas Late Game wieder zu machen. Ich habe das Gefühl, dass Shrink eh nicht kommen wird, jetzt wo wir es brauchen. Oh, die Vögel sind wieder am Vögeln draußen, das ist crazy. Crazy ist das. Mein Abby. Wenn wir die drei löschen, könnten wir auf Gold kommen, falls wir gewinnen. Aber gegen wen gewinnen wir denn noch? Gegen fast keinen. Dann halte ich über Losing Streak und ich glaube, dass der stärker ist. Macht Bad Rider irgendwas? Nee, aber der Chaos Knight wird halt genauso wenig machen. Der Chaos Knight würde genauso wenig machen. Mit dem Timbersommer, der gut ult, habe ich sogar eine Chance. Komm, Bad Rider, mach eine Ult. Nach oben! Ah, da ist alles unter Feuer. Oder auch nicht. Guck mal, wir holen die Runde, aber ohne Timbersaw. Wobei. Die hätten wir sogar vielleicht geholt. Meins Abad noch nicht CK. Ja, es kann sein, dass ich irgendwas falsch gesagt habe. Das wäre zumindest nichts Unübliches für mich. Möchte ich jetzt nicht verneinen. Oh, wir brauchen noch Witch-Doktoren, stimmt. Ich schwöre euch, in diesem Relic wird kein Shrinkway drin sein und ich werde gebrochen sein. Junge, wir holen hier Runden. Oh, war er gerade ab. Er hat es fast geholt, der CK. Ja, Runde 10 ist Tinker ganz, Timber ganz cool, das stimmt. Da kann der uns ganz gut weiterhelfen, der Kollege. Ich überlege einen Dismiss, falls ich das bekomme, aber es spielt ja schon einer. Ich weiß nicht, ob ich Goblin. Goblin ist eigentlich der beste Dismiss, aber es haben einige Goblin-Zeug am Start. Flo, Ehre geht raus! Vielen Dank für den 26. Mord, lieben Chat! Ehre geht raus, danke dir. Was kann man noch für einen Dismiss für Knights machen, der gut ist? Assassins wäre sehr gut, aber kostet 28 Gold, das kann ich nicht bringen. Das kann ich nicht verantworten. Mach mal einen Crit hier, damit. Einen Crit du und du machst meinen Stun. Ja, okay, das hat eh gereicht. So, wir haben keinen Shrinkray bekommen. Es ist jetzt nicht sonderlich überraschend. Aber den noch den Junge, die Assassins, wieso? Ja, da wird das ganze Game auf entspannt mal geändert. Da wird auf ganz, ganz schnell das ganze Game anders gespielt. Das ist zwar schade, aber ja klar, dass wir keinen Schwing bekommen. Wir können keine Assassin spielen. Fuck, es spielt jeder. Vielleicht bekommen wir Legion 3 hin. Sollen wir auf Legion 3 einfach rollen?
Wieso hat der schon die 2 der Go-Gamer? Phases wäre eine Option auch, das stimmt schon. Oder halt einfach Knights trotzdem. 6er Knights mit Legion 3. Was halt die Runde 20 bis 30 alle auf 3 rollen? Das ist keine Runde, in der ich glaube ich bis Runde 20 warten will. Und die Los, also ich bin eh schon Level 6, die kann ich eh nicht mehr rollen. Oder wie meinst du es gerade genau? Junge, wieso packt der ein Clockwork ins Ei, Alter? Was ist los mit ihm? Weiß ich nicht. Ich bin gerade hart am Überlegen, wie ich das mache. Ob ich mit den Knights spiele. Die Knights wären schon gut, die Runde. Ja. Ich roll ja jetzt auch schon viel auf die Legion und so. Ich spiel's auf jeden Fall mit den Knights. Das können wir, glaube ich, festhalten jetzt. Wir brauchen schnelle Legion und schnellen Snapfire oder sowas. Da ist die Legion schon mal. Dadurch haben wir jetzt ein Gold zu wenig. Ich dachte, ich ziehe bestimmt einen Abaddon und eine Luna hoch. Also ganz viel Glück mit den Relikten war heute nicht am Start. Die erste Runde des Streams war eigentlich die beste, die war ganz cool. Da hatten wir auch dieses. Die erste Runde war eigentlich ganz gut. Da weiß ich immer nicht, warum wir das verloren haben. Da war einfach zu viel Stun gegen uns. Da hatten wir einfach viel zu viel Stun gegen uns stehen. Die Assassins wären es die Runde echt gewesen, die kamen so juicy. Diese Pärchenparade. Shaker. Ich glaube, wir hatten Chaos in Runde 2 gezogen. Aber Snap, bitte erzähl mir keinen Scheiß. War da gerade ein Snap? Ey, bitte, Diebe, verarsch mich nicht. Ich würde niemals ein Snapfire ignorieren. Das wäre mir nicht passiert. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, es ist ein Bait von DB. Es wäre schon bitter, wenn er ein Snap gewesen ist. Ganz rechts. Nee. Snap übersehen passiert mir nicht. Das wird mir niemals passieren. Ich kann den nicht löschen für ein Gold, weil er null Gold wert ist, der Sack. Irgendwie kann man nur die Pärchen. Na, warte mal, ich kann hier was löschen. Da war eine. Ich hat sie auch gesehen. Fuck. Und jetzt kann man mal zweimal Snap. Könnt ihr jetzt schon, ne? Auf Level 2 sein. Ja, wobei, das waren jetzt. Ja, nee, eigentlich ist es egal, weil ihr wisst ja, wie das ist. Ich habe quasi. Ich hab eine Stealth gezogen, die sonst nicht im Pool gewesen wäre. Jetzt kommen ja noch Beweise, Alter. Einfach viel zu viel Stun gegen uns stehen. Die Assassins wären es die Runde echt gewesen, die kamen so juicy. Diese Pärchenparade.
Nein, da war sie! Oh Gott, ist das scheiße. Ich hab sie gesehen. Ich hab's auch gesehen. Ich gestehe alles. Ich will keinen. Ich will meine Mask of Madness behalten. Noch mehr Attack Speed. Junge, diese Rolls sind so dreist. Ja, vielleicht tot. Ich bekomme auch keine Zweier. Es ist unmöglich für mich, Zweier fertig zu ziehen. Es war der gleiche. Die gleiche. Ja, das stimmt. Das Snap kann ich, das Snap wäre egal, weil das, den ich übersehen hat, zwar die gleiche. Ich bräuchte vor allem die Legion eigentlich relativ schnell Richtung 3. Ich habe eine Legion gesehen. Und keiner spielt auf Legion. Es lohnt sich ja richtig, mein Family-Discount gerade. Mal zwei Upgrades. Oh, drei Upgrades. So, das wollte ich sehen. Da haben wir mal ein paar Sachen. Jo, gefällt mir das. Aber Legion immer noch nicht. Die Verräterin. Ja, was soll ich denn ohne Legion 3 machen? Mit Legion 2 ist das halt echt nicht gut. Auch keinen guten Dismiss, um mit Shrinkwave das nochmal zu zocken eigentlich. Vielleicht kommt ja so ein Doppelt Legion Roll gleich auf einmal. Dann hätte ich wieder ein bisschen Hoffnung. Gut, 6er Knights sind natürlich jetzt für den Moment sind die ganz, ganz gut. Die andere Möglichkeit wäre jetzt, wir sagen einfach, wir akzeptieren, dass es keine gute Neidrunde wird und versuchen jetzt mit dem Team irgendwie auf Level zu gehen. Und no. Ich wüsste aber auch nicht, was ich Late Game spielen soll, die Runde. Gyrocopter hatten wir heute schon mit Beasts. Dragons fehlt ein Stun. Und Mages sind halt lame. Warlocks gibt's nicht. Edge ist bunt gemischt. Ja, die Frage ist überhaupt, ob ich. Frage ist generell, ob ich so hart ins Late Game kommen werde. Ich bin schon ein bisschen behind, denke ich. Der Anfang lief nicht optimal. Ich glaube, ich try mir jetzt nochmal mit den Rolls zumindest eine Legion 2 zu holen. Was noch günstiger ist und vielleicht ein Snap. Und dann gucken wir, was dann noch dabei rumkommt, ob wir Shrink nehmen oder nicht. Was noch so zusätzlich mit in die Ecke kommt. Der Bad Rider kommt ja ganz gut. Junge, der Bad Rider hat Bock. Legion hat Medium Bock, das Doppelt Witch Doktor. Da sind die Hunters. Klar, dass es Omni nicht mehr gibt, sonst hätten wir auch auf Omni 3 gehen können. Omni und Legion, dann kann man auf 2 Dreier rollen. Das hätte sich mehr gelohnt. Wer eigentlich Faced ist besser gekommen, hat da irgendwer drauf geachtet. Haben wir gute 3-Stars gezogen, ansonsten kamen so Marcy und Undying und sowas. Gut, Undying habe ich vor ein paar Mal gesehen, glaube ich. Aber einmal ein Doppelroll, glaube ich. Glaube ich. Ich wurde heute hart abgezogen auf der Autobahn, bei der Autobahnraststätte. Außer oh, Snap habe ich nichts gesehen im Shop. Junge. Ein Roll mache ich noch.
Okay, noch einer, weil ich kann was günstiger kaufen. Es kommt nichts, was über 4, 2 Gold kostet. Ah, okay, immerhin nochmal so eine Legion. Das heißt, selbst wenn ich mit Shrinkwell roll, müsste da nochmal irgendwann eine Legion bei rumkommen, dass wir in 2er Legion ein paar Stacks sammeln können. Klar, und Haskell kam mäßig. Ich wurde heute hart abgezogen auf der Autobahnraststätte. Also ich war mit meiner Frau auf der Raststätte dann und dann haben wir halt, waren wir auf Toilette halt und dann haben wir halt, kennt ihr ja, wenn man dann zahlen muss bei solchen Tankstellen, Raststätten, mäßigen Zeug und dann so ein Coupon bekommt für 1 € und sich was kaufen kann. Dann hatten wir halt, meine Frau hatte einen Euro-Coupon gehabt. Ich hatte einen Euro-Coupon, Junge, was ein Wort, ein Euro-Coupon. Die Gutscheinsache, ja. Und was war der Scam? Man kann die nicht beide gleichzeitig einlösen. Wir haben da was für 2 Euro aus, aber es gibt da keine Sachen. In der ganzen Tankstelle gab es nichts, was 1 Euro gekostet hat. Dann haben wir halt was für 1,99 ausgesucht, dann wollten wir es an der Kasse kaufen. Nee, man kann nur einen Gutschein benutzen. Junge, ist das ein Dreist. Und da drauf steht für Fairness oder sowas steht drauf, diesen Gutschein, dass man den benutzen kann. Ich muss ja für Fairness, könnte ich dann ja beide benutzen. Junge, ist das eine Abzocke. Überdreist gewesen, wirklich. Hab mich selten so verarscht gefühlt. Direkt schlechte Rezension geschrieben. Nee, hab ich nicht. Noch nicht. Ah, danke für nix. Mann, ist das schlecht. Das war ja gar nicht teuer. Das war ja gar nicht teuer. Meine nächsten 100 Jahre sparen jetzt. Vielleicht hätten wir einfach den aufgeben sollen. Aber wenn wir die alle auf 3 bekommen sollten mit Shrink und dann noch ein Level Up für den Witch Doctor schaffen, dann müssen wir Chaos als Carry spielen. Die Legion wird kein so ein richtiger Carry mehr werden. Wir können die auch nicht sagen, wir haben keinen Platz für den Quatsch. Die Erfahrung habe ich auch vor ein paar Wochen gemacht. Murphy kennt es auch. Ja, aber das kann ja auch nicht sein. Dann gibt es in dieser Tankstelle wirklich, gibt es keinen Artikel, der 1 Euro kostet, damit die halt es genauso machen können. Auch Capri-Sonne, eine Capri-Sonne hat auch 1,60 € gekostet oder ein Ü-Ei hat irgendwie, ach nicht ein Ü-Ei, irgendwas anderes, keine Ahnung, es war alles über 1 Euro. Und ich habe es nicht eingesehen, noch Geld in den Rachen zu schmeißen danach. Die hat dann gezeigt, so, also meine Frau schon an der Kasse, weil ich habe mir andere Sachen angeschaut und hat die meiner Frau so gesagt, so, ja, sie müssen doch 1 € zahlen, ich kann nur einen Gutschein einlösen. Was meine Frau hat, so eine Fertigsuppe, einfach so einen Rahmen gekauft, der kostet 60 Cent im Supermarkt. Als ob ich dann 1 € noch bei einer Tankstelle für einen scheiß Rahmen zahle, den ich kostenlos, also was kostenlos, den viele Gutscheine mir kaufen wollte, den ich im Supermarkt günstiger bekomme. Dann zahle ich ja noch mehr oben drauf. Das war schon dreist, also ich habe überlegt, vielleicht gibt es eine Anzeige noch. Vielleicht spielt der Terrorbattack hier, das kann sein, ja. Junge, ich hab gerade alles hochgezogen, so vorher über die Zeit. Und ich kassiere immer noch hart. Und Knights sollten eigentlich Assassins countern, um es nochmal festzuhalten. Normalerweise sollten nach dem System Knights Assassins countern. Funktioniert gut. Chaos Knight ist zumindest sehr nah dran am Level Up. Wenn der könnte mich carryen gut. Es könnte halt nur eng werden. Vielleicht muss ich nochmal den Witch Doctor löschen, wenn es vom Platz nicht reicht. Vielleicht soll ich den sogar gleich löschen. Aber was ist, wenn ich ihn nicht lösche und ich roll auf 0 runter und hab, dann ziehe noch einen Chaos Knight und ziehe noch 2 Abaddon und so, dann bin ich richtig am Arsch. Aber gut, normalerweise, wenn ich runterroll, sollte ein Witch Doctor, ein Bad Rider schon drin sein. Oder? Das dachte ich mir vorhin nämlich auch schon. Die Preise sind die Einzelheit, dass man nicht kombinieren kann, ist frech. Ja, ist überfrech. Es ist überfrech. Und dann brauchen die nicht für Fairness oder sowas draufschreiben auf den Scheiß. Ich meine, ich sehe es ja ein, dass wenn man da halt die Toilette nutzt, dass man auch was da, dann dafür zahlen muss und dass man dann noch, aber dass man dann diese Gutscheine nicht benutzen kann, immerhin. Wenigstens, ich meine, wenn die mir da so eine Rahmensumme, die irgendwie den Einkauf 20 Cent kosten, dann dafür geben. Aber nee, ich soll dafür noch 1 € zahlen nachher. Ah, ich bin ein bisschen getriggert gewesen, es fällt vielleicht auf. Aber meine Frau war auch triggert. Meine Frau ist viel schlimmer als ich bei solchen Sachen noch eigentlich. Und den Bad Rider schon mal durch.
Aber letztens auch, aber wo ich dann Sieke aber dann nur noch auf 3 durch hatte, habe ich keine Runde mehr verloren, okay. Früher hat man 70 Cent gezahlt und 50 Cent Gutschein gehabt. Früher hat man teilweise 50 Cent nur gezahlt, oder? Also ich kenne diese ganzen Anlagen mit 50 Cent noch so. Vom Feeling hätte ich. Ich war auch überrascht, als es seine Euro gekostet hat heute. Also weil ich kannte das eigentlich von den letzten Mal noch, also von den letzten Jahren immer als 50 Cent. Aber vielleicht teurer geworden wegen Wasserpreisen, keine Ahnung. Ja, Legion auf 3 sehe ich mich jetzt nicht mehr die Runde. Aber die könnten schon noch auf 3 kommen, die Kollegen hier. Vielleicht der Witch Doctor, wenn der richtig gut kommt, noch. Wir haben einen Io, der uns helfen kann, wenn wir Platzmangel haben. Würden fast am liebsten löschen, weil das sind irgendwie drei. Ich habe mal 3 Shrink Rolls. Also eigentlich sind es 5 Shrink Rolls, aber zwischendurch wird immer ein normaler Roll dabei sein auch. Na, Legion ist mir zu teuer, dies mitzunehmen. Das ist mir zu teuer und wahrscheinlich muss ich nachher eh löschen. Die Vernunft sagt mir, unser Echo gönnen bis Runde 30 und die Sachen auf 3 zu ballern, so schnell es geht mit Shrink. Dann Level Up und den Witch Doctor stellen. Dann haben wir ein paar Level 3er, es sind immer noch starke Knights. Eine scheiß Legion, das heißt, die Items gehen dann alle rüber zu Chaos Knight. Aber wir haben einen Snapfire auch noch, der ein bisschen genervt worden ist, leider. Keiner hat Leech Kumala Down bekommen. Ja, ich. Ist ja nicht so, dass ich kenne das ja. So krass Leech Kumala runter hier schon ganz oft auch. Ich bin ja ein großer Leech Kumala Enjoyer. Hört sich irgendwie falsch an. Muss halt auch bedenken, dass die Zine Zetas extrem günstig waren. Da müssen die Toiletten schon in Euro kosten, um das Defizit wieder auszugleichen. Ja, Mann. Ich schwöre, wenn ich nächstes Mal an der Tankstelle bin, pisse ich den einfach irgendwo hin. Ist mir egal. Ich distanziere mich von dieser Aussage, das war nur reine Ironie natürlich. Ihr wisst schon, Übertreibung war das. Ich würde das niemals tun. Was nehme ich denn jetzt mit? Die zwei Sachen geben mir halt Potenzial für nachher das eine, ihr wisst schon, was ich meine. Lol, das reimt sich. Und dann finde ich den Huhl. Was habe ich eigentlich? Den Heal fast cooler. Damage. Nee, ich nehme ihn nicht mit, dass er länger lebt. Und wenn wir nachher noch ein einziges Schwert irgendwo bekommen, wäre das ehrenhaft. Wisst ihr, was das Allerschlimmste ist? Ich habe zu meiner Frau noch gesagt, ich habe zu meiner Frau auch gesagt, hey, weißt du was, scheiß drauf, diesen 2 Euro, auf diesen Gutschein, wir können es immer ein anderes Mal benutzen oder sowas, wir können es ja aufheben, diesen Gutschein, oder wir schenken das irgendwem oder so, keine Ahnung, weil da war eine richtige Schlange, meine Frau ist da 10 Minuten angestanden dafür dann, die so, nee, ich will das jetzt holen, wir haben es wenigstens nicht umsonst gehabt, bla bla, da ist sie 10 Minuten angestanden, um dann gesagt zu bekommen, dass man nur einen benutzen kann. Auf dem Gutschein scheint es nämlich nicht drauf, dass man nur einen ersetzen kann. Oder wir haben es nicht gelesen, ich glaube, steht da aber nicht, ich kann ihn gleich mal herholen. Ah, ich lasse die Legion trotzdem. Junge. Meine, das war noch für einen Abaddon des Io. Schon mal ganz kurz den Gutschein. Ich habe den direkt hier neben dran im Geldbeutel drin. Schrink ist das neue IO-Relikt. Ja, ohne Witz. Wahrscheinlich werden die IOs liegen gelassen. Das waren 15 Gold. Das wären, wie gesagt, irgendwie 10 Shrink-Rolls gewesen. Also 10 Rolls wahrscheinlich insgesamt. Davon halt ein paar auf Shrink und 2 so. Oder sagen wir mal 8 von mir aus. Ja, wobei, nee, 8 ist ja schon. Das sind ja sonst schon die Rolls. Sagen wir mal, 10 Rolls wären es gewesen. Ich will noch diesen einen Abaddon jetzt haben. Oder ein Io. Ja, jetzt noch das Level up pushen und ihn reinstellen. Fertig. Und dann gucken wir halt mal vorne landen damit. Aber ja, hat funktioniert wie es werden vorher gecallt. War das Ginter? Nee. Wer war denn das? Coral? Eevee? Weasel? Weasel hat's gecallt. Hat geklappt. Der Weaselerich. So.
Rastpark, der Autohof, ein faires Geschäft, Wertbon 1 Euro. 20.06.23, 9.13 Uhr. Und auf der Rückseite steht nur drauf, in welchen Raststätten man es einlösen kann. Aber ich fühle mich gar nicht so fair behandelt mit diesem Geschäft, weil da steht drauf, ein faires Geschäft. Aber so richtig fair behandelt fühle ich mich damit gar nicht. Das ist irgendwie komisch. Weiß nicht. So kacke, Alter. Dann sollen die doch einfach die Toiletten für einen Euro machen und gar nichts mehr rauslassen. Weil im Endeffekt zahlst du ja trotzdem drauf, wenn du dir irgendwas für 2 Euro kaufst. Und davon 1 Euro abgezogen bekommst, weil das halt 400% zu teuer ist. Wieso verliere ich denn die ersten Runde, wenn ich alles hochziehe, verliere ich direkt. Ich habe so viel Attack Speed gesammelt insgesamt. Ja, sobald ich auf 12 Gold bin, level ich rein und mache das direkt. Also nach 131. Und mal ihn noch rein. Das wird dann so eine Runde, in der werden wir schon Top 3, Top 4 schaffen, denke ich. Aber es gibt gleich von irgendwem irgendwie 30 Schaden ins Gesicht. Aber wenn wir das Level Up noch schaffen mit dem 2er Trover, sollte das schon Top 4 sein. Sagen wir mal Top 4. Aber war trotzdem eine scheiß Runde. Hätten wir Shrinkwave von Runde 10 gehabt, wäre das eine richtig krasse Runde geworden. Vor allem kostet Müll, weil eine Raststätte kleiner kann 4 Euro. Wie gesagt, so diese Rahmensuppe, die du für 50, 60 Cent bekommst im Geschäft oder in so einem Asia-Shop für 49 Cent bekommst, die kostet einfach 1,99 Euro. Eine Calbosonne war irgendwie bei 1,60. Also, das ist alles Quatsch. Faires Geschäft hat Patrick sich das überlegt. wahrscheinlich. Könnte von Patrick sein. Kaffeebohnen sind auch teurer geworden. Ich kaufe mir bei so Raststätten normal nie was. Also bei so Tankstellen. Ich tanke da halt, wenn es sein muss, aber was kaufen ansonsten mache ich nie. Weil es ist halt so dreist überteuert. Wenn die dir sagen, die sind ein bisschen teurer und die wollen so ein bisschen natürlich diese Monopolstellung, die in der Sekunde haben, weil du kannst halt in der Sekunde, wenn du Bock auf was hast, es nur da kaufen. Weil du bist halt auf der Autobahn, du hast halt nicht viele andere Möglichkeiten, außer ganz raus runterzufahren, vor allem, wo keiner Bock drauf hat. Ich finde halt, das ist übertrieben. Man kann da, wenn die sagen, die machen das alles ein Stück teurer, kosten halt die Sachen, die halt normalerweise ein Euro kosten, halt 1,20 da. Das wisst ihr, wie ich meine. Würde ich sagen, okay, ich kaufe trotzdem mal was, wenn ich Bock habe, aber so kaufe ich halt gar nichts, weil ich sage, das sehe ich gar nicht ein. Weil es ist einfach halt nur da in dem Fall, wie gesagt, die Monopolstellung, die man halt auszunutzen, finde ich halt irgendwie ein bisschen lame. Also mit Bad Rider machen. Die Items sind ganz juicy, die feiere ich eigentlich. Ja, ich bin gerade so über die, was hier alles durchfliegt. Ja, keine Ahnung. Dann machen wir ein Bad Rider Deggen Bad Rider 3. Why not? Können wir random nehmen? Ist irgendwas random, das uns hilft? Nicht so wirklich. Ich meine, wir überleben bis Runde 35, dann könnten wir die Treasure nehmen, aber das bringt uns auch nicht mehr viel Gold. Ich nehme die Treasures, wenn ich vor Runde 25, Runde 35 sterbe, ist eh egal. Sonst bekommen wir nochmal ein geileres Item vielleicht zusammen. Hätte es Shroud gegeben, hätte ich vielleicht random Shroud versucht zu bekommen. Da habe ich keinen Platz mehr für. Du tankst dort ganz selten mal. Für das Treasure-Deck nehmen. Ja, ich hatte es auch am meisten gefühlt. Auf der Autobahn tanken. Also, letztes Mal auf der Autobahn getankt habe ich, als ich. Wisst ihr noch meinen Wellness-Urlaub, den ich gewonnen hatte? Wisst ihr bestimmt noch die meisten von euch. Da habe ich einmal auf der Autobahn getankt. Da habe ich dann sogar halb voll getankt, das hat echt keinen Spaß gemacht. Da habe ich für halb voll tanken irgendwie 60 Euro gezahlt oder so. Und normal zahle ich fürs Volltanken 60 Euro. Das war echt ungeil. Aber da hatte ich echt noch einen weiten. Also ich hatte keinen Bock, irgendwo ins Dorf runterzufahren, mir irgendwo eine Tankstelle zu suchen. Und ich hatte halt noch so ein Stück übrig, dass ich halt noch genau eine halbe Tankfüllung gebraucht habe für die Fahrt. Und nicht halb. Also ich habe so ein Drittel habe ich getankt. Und hat irgendwie 50 Euro so. Aber ihr wisst, wie ich meine. Ich habe auf jeden Fall. Normalerweise hat man ja nur so viel, wie es unbedingt zahlen muss, aber ich hatte keinen Bock, dann nochmal wegen irgendwas nochmal irgendwo eine Tankstelle zu suchen.
War ein bisschen unvernünftig. Aber das war halt auch, da bin ich halt schon irgendwie 4 Stunden im Auto unterwegs gewesen und wollte einfach nur nach Hause. Dein Tank scheint sehr klein zu sein. Ich glaube 50 Liter müsste er haben. Mazda 3, könnt ihr mal googeln, der neue. Ich weiß nicht, wie viel der hat. Aber ich glaube 50 Liter, so vom Schätzen her, was ich bisher reingetankt habe. Ich habe das Handbuch nicht durchgelesen. Ich tanke gar nicht mehr an Tankstellen, viel zu teuer. Da ziehe ich lieber durch die Nachbarschaft und bin mich an deren Autos. Ja, da sehe ich dich. Krasse Legion. 10 Stack Insane Legion Commander. Level 1. Ja, wie gesagt, maybe wird es ein Platz, Top 3er Platz oder ein Top 4er Platz. Aber das wird keine geile Runde. Ich bin aber auch so ein Trotzmensch bei sowas. Also, wenn ich merke, ich werde irgendwo halt abgezogen, dann kaufe ich da halt gar nichts. Bevor ich irgendwas kaufe und mich abziehen lasse. Außer an Tankstellen, nicht tanke gerade. Aber jetzt bei diesen Sachen da drin einkaufen, meine ich halt. Also Essenssachen, meine Frau ist halt krass. Also wenn meine Frau irgendwo weiß, wir fahren irgendwo weiter weg. Also auch bei der Reise hatte meine Frau jetzt wieder, also was ist 30, so alles 1,5 Stunden Fahrt heute. Da hat meine Frau aber auch wieder Trauben und Wasser und alles mitgenommen. Und wenn wir weiter wegfahren, wenn wir wirklich eine richtig lange Fahrt haben, ist meine Frau halt, dann nimmt die wirklich so richtig viele Sachen mit. Finde ich ganz cool, dass die da so Bock drauf hat auch. Jetzt warten wir noch Runde 35, was wir für Items bekommen und dann bauen wir da noch irgendwas Schniekes vielleicht raus. Könntest du die Runde noch gewinnen, ist aktuell gut unterwegs. Ach, ich seh mich bei einem Win die Runde nicht. Weiß nicht. Wie seit Jan auf einmal wieder so viel Leben? Hatte der ganze so viel Leben, Mann. Das die zwei mit wenig Leben, ich weiß es gar nicht. GG übrigens an Go Gamer. Dann lebt noch. Klar. Jan, er lebt noch. Der Xu ist ein bisschen ätzend mit seinen scheiß Taubel da hinten. Hat er den gehext? Und der hat sich direkt wieder zurückgehext irgendwie? Ja, guck mal, inzwischen mache ich den Xu aber. Wenn ich noch 2 Level schaffe, könnte ich noch mehr Troll stellen. Würde ich fühlen. Für die Legion jetzt auf 3 zu rollen, fühle ich nicht so hart. Er hat zwar immer noch einen guten Dismiss für die Legion Commander, für eine Unit und okay, der Witchdoktor halt noch. Mir fehlen noch 4. Oh, es fehlen noch 4 Legions. Man könnte doch gerade auf Legion 3 committen noch. Man könnte dann hart noch auf die Legion 3 committen, wenn man das möchte. Wobei der auch ein guter Carry ist. Mit mehr Tags wäre er noch besser Carry. Level 9 und 4 Trolls ist der Core, ja, ich denke es auch. Und zwischenzeitlich können wir einfach Warlock stellen. 2er noch immerhin. Wenn wir mal irgendwann einen Venomancer noch ziehen oder einen Alchemist. Weil Shadowfiend werde ich nicht stellen, weil dann macht mein Chaos Knight kaputt. Dead macht mir einen Chaos Knight kaputt. Moonshot ist fett. Ich glaube, das ist eine ganz gute Kombo so. Noch einmal Mask of Madness wäre halt cool, wenn es nochmal kommt. Aber ich habe alles für Moonshot gebraucht, was ich hatte. Sonst, wenn ich noch einen Quarter Staff gedroppt bekomme, da wäre ich dafür zu haben. Das ist so nervig. Die Assassins könnten ruhig 1-2 Stunts weniger haben. Genauso wie die Krieger jedes Mal. Krieger und Assassins haben halt so viel Disable Stunt-Zeug. Also wir haben schon mal, wir hätten schon mal die ready.
auch mal einen zweiten Witch-Doktor stellen. Ich glaube, inzwischen könnte sowas sogar sich lohnen. Sollte sich bis Runde 40 ausgehen. Ja, könnte reichen. Bin ja fast schon Level, aber hab dann immer noch Echo, also müsste locker reichen. Bis Runde 40. Ja, aber ich. Vierer Trolls könnten mir halt helfen, weil ich Troll. Ich meinte, ich kann Runde 40 holen. Mit viel Attack Speed noch dazu könnte es vielleicht reichen. Knights sind nicht optimal für Runde 40 leider, aber wenn wir ein bisschen mehr Attack Speed selber haben. Maybe ist das machbar. Sieht mich der Xu auf einmal wieder. Ganz komisch. Ja, IK3-Motor, das ist auch nice. Komm, nehmen wir nochmal einen Stun mehr mit rein. Aber es muss nebeneinander so stehen für meinen inneren Monk. Das Stamp, die muss seitlich noch. Die Rider. Anhauen, Xu raus, ich hab die anderen raus. Ja, schauen wir mal, ob ich das machen kann. Jan ist ja immer noch am Start und Jan hat immer das Potenzial, nochmal krasser zu werden. Der könnte allein den Shakiro noch auf 2 machen. Ganz ohne Probleme. Ist vorhin noch knapp gegen Jan gewonnen. Das reicht nicht ganz, um ihn rauszuhauen, leider. Wäre krass gewesen, wenn wir ihn rausgehauen hätten, bevor er sein restliches Zeug benutzen kann. Hat doch die Mangos. Also ich werde Runde 40 schon reinleveln auf Level 9. Ich will den Try machen, ob ich vielleicht die Runde hole. Ich glaube, ohne Reinleveln wird es nicht reichen. Ich stelle dann die zwei in Runde dann noch hier so hin, damit der Chaos Knight safer ist. Rest lasse ich, glaube ich, stehen. Der kann ruhig hier spawnen, der Battle, damit er ganz quer rüber geht. Der auch. Alle haben Knight Buffer, die alle neben Knight stehen. Ein Wischstock draus, die zwei rein. Wahrscheinlich benutzen wir das IO einfach für den Haskar 2 später. Oder gibt es einen Troll Warlord auch? Jan, bitte machen Sie keinen Quatsch. Kann irgendwer Jan noch besiegen, außer ich? Nee, er chillt immer noch mit seinem IO. Die Top 3 haben wir aber. Sehr nice. Die Top 3 haben wir. Ich muss sagen, dafür, wie die Runde so lief, sind wir echt ganz gut durchgekommen noch. So, die Legion lösche ich jetzt mal komplett. Das ist kompletter Humbug. Hi Dortex, moin moin. Nee, ist letzte Runde für heute. Es ist die letzte Runde für heute. Nee, ich mache echt keine mehr heute. Ist mir zu warm, ich bin zu K.O. Junge, dieser Chaos Knight. Guckt euch den an, wie viel Schaden der drückt. Junge! Er hat 16k Damage gemacht, auf richtig dreist. Ist das frech, Alter. Den Bad Rider wollte ich ins Ei reinpacken. Och man, ich hätte hier für Dings was gebraucht. BKB wäre cool. Ich habe hier eh schon so ein Teil drin. Ah ne, habe ich nicht.
Nicht Bad Rider, ich meine Witch Doctor und so. Ihr wisst doch, ich meine irgendwas anderes als ich sag. Dann bekommst du den Chaos Knight nicht down. Ich bekomme diesen einen nicht mehr. Das duftige Gemälde ist ganz nice, wenn der erste Schaden so raus ist, oder? Seinfeld ist wichtiger, wenn ich da das hole, dann ist durch. Ich hungere jetzt, ob das noch eine YouTube-Runde wird, ich glaube nicht, ich glaub's nicht. Ich hätte nie gedacht, dass es eine YouTube-Runde wird, aber der Chaos ist einfach zu krass. Anti-Mage vergessen, GG, das ist belastend. GG. Was eine Runde, dieser Chaos Knight war brutal. Und wie ist das auch nochmal gecallt übrigens? Ich hab's dir gecallt, ich weiß es. Alle YouTube-Zuschauer, lassen Sie gerne ein Like dafür diesen wundervollen Chaos Knight. Ich bin eigentlich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.